Peace, Leute, was geht ab? Heute wieder ein Video auf Sideventure TV. Heute sind wir in, ja, an einem verlassenen Haus und der Paul erzählt euch jetzt mehr davon. Wir sind an einem alten Seniorenheim und mehr kann ich dazu jetzt leider nicht sagen, weil mehr wissen wir nicht. So. Ich würde sagen, wir gehen rein. Wir gehen einfach rein. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja. Erstmal Zugang finden. Einfach durchs Fenster, Digga. Ja. So, dort hinten ist auf jeden Fall der Eingang. Dort kommt mal rein. Und hier haben wir das gute Stück. Boah, ich freue mich schon richtig. Ich war, wie gesagt, schon drin. Aber die Breeze hier nicht. Deswegen bin ich mal gespannt, was die so sagen. Ne? Zugang geschafft. Geht doch, oder? Ja, geht. Aber jetzt ganz geil schon. So, hier ist der Eingang, hier sind wir gerade rein. Und hier sehen wir schon ein Badezimmer, also ein Bad. Ja. So, wir gehen jetzt erst in die eine Richtung. Danach gehen wir da lang, weil da spielt sich das Zeug ab. Ich glaube, da sind zwei Toiletten. Ich glaube, hier Damen und hier Männer vielleicht. Ja. Wie gesagt, hier sind halt lauter so Räume. Aber irgendwie so ein etwas kleineres Seniorenheim, wenn ich es mal so sagen kann. Weil es gibt echt ziemlich große, aber es gibt auch so welche, wo dann vielleicht nur so 200 Senioren drin sind und in den größeren dann so 500, 600. Ja. Also eher schon so eine Art, schon auf jeden Fall viel älter, weil die neueren sind ja sau groß. Hier steht mal CL. Hier ist wahrscheinlich so Aufhaltsraum. Schade. Ja, aber gehört dazu. Ist eigentlich ja unser Content Lost Places Zimmer. Wenn ihr Bock habt mal auf ein Video, wie wir euch Tipps sagen, wie wir die Lost Places meistens finden, dann schreibt auf jeden Fall in die Kommentare und auch andere Videoideen auch in die Kommentare. Und vielleicht kommt dann ja mal ein Video eurer Wahl. Und so, was mir immer noch gerade aufgefallen ist, in jedem einzelnen Zimmer gibt es Toiletten. Also gehe ich mal davon aus, dass es hier die einzelnen Wohnungen von den Bewohnern waren. Und jeder Bewohner hatte dann dementsprechend auch eine Toilette im Zimmer. Also das habe ich mir jetzt mal so ausgemalt. Ja, das wird doch so sein. Ja. Und hier sieht man, da kommt auf jeden Fall an der Seite schon die Decke runter. Was ja brich. Ja. Da oben, da an der Seite sieht man, wie die Decke runterkommt. Luis, was sagst du zur Decke? Sie kommt runter. Sie geht hoch, ja, auf jeden Fall. Aber ich finde, das Haus hier ist noch relativ gut erhalten. Also es ist, wenn du hoch gehst, du hast nicht das Gefühl, du krachst gleich ein. Der Boden ist eigentlich noch relativ gut. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber... Vor allem, ich weiß doch in der Villa Wallenstein, wie es da aussah, wo wir die Treppen hochgegangen sind. Und hier ist halt alles noch komplett mit Beton. Hier kannst du eigentlich gar nicht einkrachen. Nee, oben auch nicht. Alles aber easy. Erst im Keller, oder? Ja. Hier die ganzen Metallgitter, beziehungsweise Balken, sieht man ja hier, war auf jeden Fall die Wand dran. Die wurden dann ja wahrscheinlich wieder abgerobbt, wie man es halt kennt von Lost Places. Und wahrscheinlich das hier waren jetzt wahrscheinlich auch Zimmer oder Aufenthaltsräume. Also so, es gibt ja in Seniorenheim meistens so Räume, wo man sich mit den anderen Senioren zusammensetzt und ja, komm her. So, hier sind noch Toiletten und wir gehen weiter. Und er riecht dermaßen nach Pisse, das habt ihr noch nicht erlebt. Oh, hier ist das Treppenhaus. Oh shit. Was, ja? Lass mal hier rein, oder? Ja. Ja. So, wir sind jetzt hier, wie wir denken, im Aufenthaltsraum. Hier haben wahrscheinlich Bänke gestanden und hier gab es dann wahrscheinlich auch Mittagessen und Frühstück und Abendessen. Und hier haben auf jeden Fall, glaube ich, dann die Rentner gesessen und ihr Leben gechillt. Ja, das hier ist eine Küche. Ja, und dann war es hier. Okay. Hier haben sich ein paar Leute es gut gehen lassen. Ich schätze jetzt einfach mal, dass es hier vielleicht eine ehemalige Küche war, so eine kleine, wo vielleicht morgens die Bedienung einen Kaffee und Kuchen gemacht oder halt dahingestellt hat. Und hier auf dem Boden, wie man schon sieht, haben sich ein paar Leute sehr gut gehen lassen. Alles voller Alkohol und Kippen.
Und ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt entweder eine Etage nach oben oder nach unten. Wir gehen erst in den Keller, Leute. Zuerst in den Keller? Erst in den Keller. Gut, dann würde ich da sagen, let's go. Nee. So, wir sind jetzt doch noch unten, haben noch was entdeckt. Also, hier sind noch Räume. Wir waren ja eben die Toiletten. Stimmt. Und ich glaube, jetzt haben wir die Hauptetage mal abgekleppert. Und jetzt geht's in den Keller. Was wir noch gerade entdeckt haben, ist so ein alter Telefonschalter. Man sieht es nicht. Genau da unten sind noch so Schnüre. Und ich kenne das aus Dokus und Filmen. Wenn man hier im Altenheim anruft, nimmt eine Sekretärin den Anruf entgegen. Und fragt dann, zu wem man möchte. Und sagt mir den Namen und die stöpselt dann mit derjenigen Person um und das Telefon, zum Beispiel im Sekretariat, schaltet dann dort drüber um und dort geht dann der Anruf hin. Luis, du hast eine Leuchtnase. Sag bloß. Komm auf den Anruf. Warte, das lasse ich drin, Leute. Guck jetzt an. Mach mal die Taschenlampe runter. Guck auf dem Video. Warte, mach nochmal. Zeig mal. Zeig mal kein Bild davon. Ja, was war das? Habt ihr es gehört? Ohne Scheiß, die jemand. Oh, oh. Ich komm raus. Raus. Hoch, hoch. Scheiße. Lass hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch. Leute, wir sind aufgeflogen. Ich melde mich wieder, wenn wir was Neues haben. So, wir sind jetzt nochmal im Keller. Keine Ahnung, was das eben war. Wohl irgendjemand gerufen. Zeig mal noch einmal hinter dir. Da ist ein Schild. DH. Wahrscheinlich Damen und Herren. Ja, wahrscheinlich. Ja. Dann habe ich hier einmal kurz vor der Kamera gucken. Und dort war eine Umkleide. Und hier ist vermutlich mal eine Dusche. Die ist mit gehen wir mal rein. Genau, wir zeigen es euch mal. Also, ich gehe mal von aus. Die alten Pfleger und alten Pflegerinnen haben die Bewohner wohl hier unten im Keller geduscht. Ja, sehr wahrscheinlich schon, ja. Oder meistens auch auf ihren Zimmern, wenn die nicht da so leicht rauskommen. Ja gut, da frage ich mich aber, die Toiletten im Zimmer waren so klein, hat vielleicht da nicht mal eine Dusche rumgepasst. Ja, keine Ahnung. Hier geht's auch noch. Nee. Ja, okay, die Wasseranschlüsse. Ja klar. Das hier ist so eine Mehrdusche so für viele. Und hier die Umkleide, was hier? Ein Guckloch für die Spanne. Kappa. Das hier war ein Klo, ja, das hier war ein Klo. Ja. Bestimmt fing da gleich nochmal so in unserem Klo ein Dübel drin, Alter. Ja, da ist doch mal. Nee, ein Dübel liegt da nicht drin. Nee, aber ich will den da bestimmt. Ginko. Ja. Hier war auch mal eine Toilette, die sind von alle ausgerissen. Ja. Dieses Rohr ähnelt sehr einem Rohr, was uns bereits bekannt ist. Ja, Paul der Paul Arme. Ist ja in Siersburg in der Villa einmal voll mit dem Schädel dagegen gelaufen und gut verletzt, aber ist nichts passiert. Gut verletzt, aber ist nichts passiert. So, wir sind jetzt hier im nächsten Raum, hier ist alles voller Schimmel. Also, das kratzt richtig auf der Lunge, ne? Allein wenn du atmest. Ja, alles. Ist das Schimmel? Ja, ne? Klar, Digga, alles. Oh, ey, das stinkt auch. Guck mal, was hier? Uiuiui. Ich warte, das ist ein... Eine Türklinke? Ne, hier wurden Getränke gelagert. Ja, guck mal, da oben ist die Kühle. Ja. Maschine, ihr seht's. Okay. Boah, ey, das tut richtig auf der Lunge weh. Boah, das ist ätzend, ne? Ja. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt zur Bowlingbahn. Ja. Hey, was ist denn hier noch? Weil die Bowlingbahn ist ein Highlight. Was haben wir noch hier? Okay. Hier ist nichts mehr drin. Ja. Okay, gehen wir zur Bowlingbahn. So, hier ist ein Schrank. Sehr wahrscheinlich für was? Bowlingschuhe. Ja. Es gibt ja extra die Dinger, wo du nicht wegrutschst, gar nichts. Ja. Die so ein bisschen schwerer sind. Die stehen dann immer hier so drin. Auf Mashallah-Basis. Genau. So.
Hier steht ein Datum übrigens, 1989. Weißt du, was ich mich immer frage? Hä? Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube in diesem Schaumstoffdinger. Das ist so Dämmung. Genau, ja. Das habe ich auch in meinem Zimmer. Da sind noch, bleib ruhig, da sind noch immer Kupferrohre drin, ne? Und dass ich mich gerade frage, wie hobbylos muss man sein, um die Scheiße rauszureißen, ne? Ja. Wahrscheinlich Kupferdiebe, die brauchen das. Die verkaufen den Kupfer. Ach, kann sein, keine Ahnung. Jetzt sind alle Luft. Ja, wie gesagt, hier sieht man noch ein Datum. Ja. So. Eigentlich gibt es sonst hier nichts zu sehen. Deswegen gehen wir noch zu Bowling. Wir waren jetzt hier gerade im Umkleideraum, für sich Bowling-Schuhe anzuziehen und so weiter. Ist auf jeden Fall cool, so eine Bowling-Bahn in einem Altenheim. Ja. Ich habe noch nie was gesehen. Und hier ist er auch schon. Und ich denke, ja. Wenn du hier reingehst, oh, rechts, links? Ja, hier ist die Bowlingbahn. Oh ja, oh, Alter, wie cool. Oh. Achtung, hier sind Nägel im Boden. Ich habe mir gestern schon wehgetan. So. Und hier ist auch schon das Gerät, wo die, Digga, scheiße, wie peinlich, wie heißen die Dinger nochmal? Ah, die Dinger, wo man halt die Kegeln hochzieht, wenn... Die Kegel! Ne, die Kegeln bringen, sorry. Ja, die machen das hier und ja, voll geil, dann, Alter. Hier war dann die Wand, wo hier standen die Kegel ungefähr. Und dann ist das Ding nach vorne gefahren gekommen. Und hat die wieder hier abgestellt. Jo, ich glaube, das hier ist diese Bahn, wo die Kugeln sind. Ja, die sind zurückgerollt, dort hinten hin. Genau. Auf, Und die Kegeln wurden halt mit, die sind ja mit Schnuren befestigt, wenn ich mich nicht täusche. Mit Schnuren. So. Das war auf jeden Fall die Bowlingbahn jetzt. So. Das Digga, die waren doch in der großen Residenz Bukat. Hier haben sich die Leute sehr wahrscheinlich hingesetzt, um zu chillen und ein Bierchen getrunken. Ganz entspannt. Und hier? Ja, hier war auch so ein Raum mit so einem Tisch. Keine Ahnung. Hier wurden Sachen drin gelagert. Weiß ich jetzt auch nicht was. Ach, das ist ein kompletter Schrank sogar. So. Geil. So. Jetzt gehen wir endgültig hoch. Den Keller haben wir jetzt abgekleppert. Wie viele Stunden ist das nach oben? Jo. Okay. Und hier sieht man auch schon, ist alles hell, brauchen wir also keine Taschenlampe mehr. Easy. Und hier kann man raussehen und hat eine Aussicht. So, hier kann man auch auf die anderen Balkone sehen. Ich zeige jetzt nicht hier so komplett rum, aber ist auf jeden Fall nice. Aber was hier sehr gefährlich ist, hier sind überall bewohnte Häuser, also man muss extrem leise sein. Ja, es sind halt überall Räume, ist aber sehr, sehr chillig, muss ich sagen. Hier unten sind wir rein, geil. Aber hier geht auf jeden Fall ein kompletter Flur entlang, mit ganz vielen Räumen hier. So, die zeigen wir euch jetzt. Vermutung, wieder Wohnzimmer, weil diesmal mit Balkon. What? Balkon wieder, danke. Nee, das war richtig. Balkon war richtig. Balkon war richtig. Oh, geil. Ja. Hallo. Was hast du hier abgegeben? Schuhe, BHs. Schuhe, Balkon. Slipper. Digga, das kann ja nicht Sinn. Warum lässt du deine Klamotten hier liegen? So, und hier ist wieder so ein Badezimmer mit Badewanne und allem drum und dran. Klein, aber fein. Hier ist ein Fenster. Ich würde dir jetzt gern einmal rumzeigen, doch dann ja nicht so gut, weil hier sind bewohnte Häuser. Hier sieht man nochmal den Flur. Hier ist noch ein Raum. Ja. Hallo. Oh. Fisch.
Alter, das ist ein schönes Bad. Ey, das ist echt schön. Oh, hier kann man aufs Dach. Nice. Kann man machen. Hier noch eine Toilette. Und hier geht es auch noch hoch, aber ich glaube, hier war ich schon. Ja, hier war ich gerade. Ja, war dieses Bad. Aber was ich sagen muss, das sind schon schöne Bads. Auf Paul angelegt. Bads. Bads, Digga. Bads. Bads. Nein. So Leute, wenn ihr mehr von Lost Places sehen wollt, also wenn euch die Videos gefallen, so wie sie sind, mit unserem Humor, dann lasst ein Like da und ein Abo, weil die Abos steigen gerade enorm. Das vorletzte Video hat jetzt schon 350 Aufrufe und dafür Kuss auf die Nuss. Und Luis, hast du auch noch was zu sagen? Ihr seid die Besten. Ich würde sagen, es geht weiter. Nee. Wir können jetzt aufhören. Okay, schau. Ah! So, wir sind jetzt hier mit der Etage fertig. Wir waren jetzt Erdgeschoss, Keller und hier. Und jetzt wird's spannend. Jetzt gehen wir ganz nach oben und dort erwartet euch noch ein riesen schöner Balkon. Ab geht's. Gustav! Ganz Na ja, klar. Und so. Ja, da oben gibt's nicht viel zu sehen. Ja, hier ist ein bisschen kritisch, aber das ist nicht schlimm. So. Ja, wieder so eine Badewanne. Auf Armin Meiwes angelehnt. Boah, es ist schon geil. Es hat schon Charme. Geil. Das ist so wieder so stumpf. 7.3. Celine war hier. Da schreibt einer irgendwo drüber. Nee, war sie nicht. So Leute, und gönnt euch diesen geilen Ausblick. Ja, das ist schon geil. Das ist. Boah. Ich war gestern hier im Dunkeln und da leuchtet wirklich alles. Da hinten die Dillinger Hütte. Herrlich, einfach nur herrlich. So, der liebe Paul und der liebe Luis, unsere Synchronsprecher, die tun jetzt hier ein paar Sachen noch erklären, was sie denken, was das hier sein könnte. Auf jeden Fall wäre das hier mein Zimmer. Also ich vermute, sind ganz normale Wohnungen hier oben. Ja, Digga. Balkon, da konnte man schön einen fluppen. Ja, Mann. Ey, der Balkon, der ist echt 1+. Der ist schon nice. Da also, hat man auch ganz... ich glaube, da war nicht billig hier. Da hat man ganze Stadt im Blick. Nee. So, der liebe Lauch ist jetzt da oben und der holt jetzt die Kamera. Es geht jetzt aber nicht ganz drin, Digga. Das ist viel zu gefährlich. Stimmt. Hier sind auf jeden Fall noch Zimmer. Digga, wieso macht man denn die Dinger ab? Ich will's nicht. Ja, und ich weiß es nicht. Hallo. Ja, war wieder ein cooles Lost Place, Alter. Hier auch wieder die Xtreme 3 dabei. So muss das sein. JBL-Fan 361. Fängst du das Handy? Im Video? Ja, im Video. Fies Video? Okay, ja. Ihr fallt jetzt. Oh, shit! Was komm ich denn hier runter? Oh, leck! Der liebe runter fällt jetzt Paul. Wegen lacht man nicht echt. Und, oh, übernehme ich das? Ja. Perfekt. So. Geil, geil! Das ist wirklich mega! So, Paul, jetzt. Zimmer. Zimmer. Hier wahrscheinlich, hier war auch wieder eine Wand, vermute ich mal. Das wäre ja dann viel zu groß. Und das macht ja keinen Sinn mit einem Wald in der Mitte. Hier auch ein relativ großes Zimmer mit Balkon. Vielleicht von einem Ehepaar. Gibt es ja auch im Seniorenheim. Ja. Und hier nochmal genau derselbe Spieß. Nur wieder hier, da war eine Wand dazwischen. Hier auch wieder eine Toilette mit Duschkabine und so weiter. Hier wahrscheinlich eine gemeinschaftliche Toilette, würde ich jetzt mal sagen, aber muss auch nicht sein. Ist auf jeden Fall echt mal einzig. Ich finde, das ist das geilste Lost Place, wo wir waren.
Das ist noch gut erhalten und nicht alles noch kaputt. Also nicht, was heißt gut erhalten, das ist trotzdem alles noch kaputt. Gehen wir hier mal noch hin. Hier wieder Zimmer. Armin Meiwes. Die Leute hatten so einen schönen Ausblick auf jeden Fall. Ja, wirklich, also die hatten es schon gut. Und da kommt auf an der Seite schon wieder die Decke runter. Ja, wie immer hier alles geht ab. Und ich gehe jetzt auf jeden Fall gleich zu noch einem Lost Place und dann auf jeden Fall erstmal Fat Maggis essen. Jawohl. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde, es ist wirklich ein richtig geiles Lost Place gewesen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zu noch einem. Das kommt dann wieder ein extra Video drüber. Und lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt Videoideen in die Kommentare, falls ihr mal anderen Content haben wollt. Und das war's. Ciao. Ciao.